bin nur ein Suchender, wie du. Mich hat schon immer Realität fasziniert. Man will Antworten auf sehr komplexe Fragen. Man sucht und sucht. Und ob man je das ganze komplexe Konstrukt versteht, wage ich zu bezweifeln. Allerdings haben wir Zeit. Viel Zeit. Wir haben die Ewigkeit. Sehr interessant finde ich, wie man durch die Änderung der Blickweise und die Änderung der Position andere Erfahrungen machen kann. Wenn man in der Lage ist, sich in andere Menschen oder sich in sein Gegenüber hinein zu versetzen, dann sieht man durch deren Augen und erlangt mehr Verständnis für die ein oder andere Situation und Position. Wir leben in einem künstlich erschaffenen System, in dem über Leistung, Wertung und Bewertung ein Urteil fällt. Da ist es. Das wahre Urteil. Wenn man sehr achtsam ist, was man lernen kann, dann entdeckt man die Codes und wahren Bedeutungen hinter den Worten. Wir haben alleine in den letzten beiden Sätzen das Wo-Ort und das Urteil, worüber ich mir früher nie Gedanken gemacht habe. Die deutsche Sprache ist also so eine wundervolle Sprache, mit der man so diffizil, also genau Dinge beschreiben und erfassen kann. Genauso ist es mit dem Wort Universum. Das Universum entsteht unter anderem durch die von uns gewählten Worte. Und wenn man dann noch die kosmischen Regeln berücksichtigt, dann kann man wunderbare Dinge erfahren und Dinge erschaffen. Und doch nutzt es nichts, wenn man nicht voll mit dem Herzen dabei ist. Wenn ich in der Lage bin, den Verstand abzuschalten und nur fühle, dann bekomme ich die Antworten, was richtig und was falsch ist. Ich nenne es Denkmalschutz, was ich noch ordentlich üben sollte, denn ich bin oftmals zu verkopft. Allerdings, wenn man dies schafft, wenn man die Ruhe findet, was unser Umfeld und die künstlich erschaffenen Ablenkungen und unser Verstand die ganze Zeit verhindern wollen, dann hat man Zugang zu seinem inneren Kompass, der einem die Lösung offenbart. Die Krux ist allerdings oft, dass man mittlerweile so tief programmiert wurde durch Bildung, Erziehung und die Medien, dass man dadurch sich die ganze Zeit oder vielmehr die meiste Zeit nur im Außen befindet. Wenn man sich hinsetzt und sich vornimmt, an nichts zu denken, dann ist natürlich das Ergebnis, dass man von Gedanken überschwemmt wird. Das Universum kennt keine Verneinung. Deshalb habe ich irgendwann erkannt, dass man für Dinge sein muss und nicht gegen etwas. Wir sind so durch die Gesellschaft und die aufgeführten Programmierungen oft so geeicht, dass wir gegen Dinge sind und schon gar nicht mehr klar und exakt formulieren können, was wir überhaupt wollen. Wenn ich also gegen Krieg bin, dann sollte ich eher sagen, dass ich für den Frieden bin, da das Universum keine Verneinung kennt. Und ich sage, ich möchte keinen Krieg. Dann versteht das Universum das Gegenteil. Also es versteht nur, ich möchte Krieg. Und dies wird so dann ins Feld gesetzt. Wenn ich gegen die Bevormundung bin, dann sollte ich für die Freiheit sein. Das Prinzip ist also klar. Und doch verfällt man oft in die alten Muster. Es ist viel Arbeit, seine alten Gewohnheiten und Glaubenssätze abzuschütteln. Apropos Abschütteln. Beim
Qigong gibt es eine kleine Lockerungsübung, indem man sich von negativen Energien reinigt, indem man diese von Armen und Beinen buchstäblich abstreift und diese dann über das bewusste Schütteln der Arme nach außen abgibt. Alles ist Energie, alles ist im Fluss und dementsprechend sollte man sich dessen immer bewusster werden, dass das, in dem wir leben, quasi ein Spiel ist, in dem wir Erfahrung machen dürfen, um immer bewusster zu werden. Die buddhistische Strömung Zen sagt, dass man, wenn man läuft, sich dessen bewusst sein soll und nichts anderes tun als laufen. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Dann laufe ich bewusst und soll nicht zum Beispiel an andere Dinge denken, die mich davon abhalten, bewusst zu fühlen, denn ich laufe. Und dies genügt für diesen Moment. Du kennst es bestimmt, dass dich manchmal eigene Gedanken von einem Gespräch ablenken und du nicht mehr richtig zuhören kannst. Wenn du aber gemäß Zen achtsam zuhörst, dann meditierst du auch schon. Bei Zen geht es darum, eine Sache nicht nur zu sehen, sondern sie in ihrer Ganzheit zu erfassen. So als ob du sie greifen kannst. In der freien Natur zum Beispiel kannst du spüren, wie sich die Stille und Ruhe anfühlt. Allerdings habe ich erkannt, dass der eigene Verstand nicht bekämpft oder eventuell das eigene Ego nicht bekämpft werden darf, sondern umarmt werden sollte. Es sollte dem Herzen untergeordnet werden. Und wenn es sich stark bemerkbar macht, sollte man zu ihm sagen, ich nehme dich wahr, akzeptiere es, aber messe dir keine große Bedeutung mehr zu. Wenn man dies übt, dann wird über die Dauer es immer besser funktionieren, alte Gewohnheiten oder Glaubenssätze loszulassen. Oh Mann, ich tue so, als würde ich dies perfekt beherrschen. Dem ist nicht so. Allerdings, wenn man es schafft, dann kommt man definitiv weiter. Wie heißt es so schön? In der Ruhe liegt die Kraft. Wenn man dies nicht nur als Floskel hinnimmt, sondern diesen Satz verinnerlicht, dann wird vieles klarer und einfacher. Ich stelle fest, dass sich so viele Menschen Gedanken machen, wie unsere Erde nun wirklich aussieht. Was ich verstehen kann. Und doch kann man sich fragen, was es einem bringt. Ich glaube mittlerweile, wenn du dir selbst die richtigen Fragen stellst, die Ruhe findest, einen Zugang durch die Meditation zur Quelle erlangst, dann wirst du diese Fragen in dir finden oder vielmehr die Antworten. Ich glaube aber auch, dass Meditation nicht nur unbedingt im Schneidersitz funktioniert. Es kann, wenn du die Kontrolle über deine Gedanken hast, überall funktionieren. Der Schlüssel scheint wirklich die Achtsamkeit zu sein. Und mit der Achtsamkeit kommt mehr Bewusstsein für die Dinge, die dich beschäftigen oder vielmehr deinen Verstand beschäftigen. Dein Verstand, dein Ego, dein Körper sind überspitzt gesagt nur Produkte in dieser tiefsten materiellen Ebene des Seins. Wenn man davon ausgeht, wie viele Quantenphysiker es erkannt haben, dann steht der Geist wortwörtlich über der Materie. Wenn wir unsere Glaubenssätze ändern, dann ändern wir uns und unser Umfeld. Jeder bewusste Mensch nährt ein Feld, welches wir als kollektives Bewusstsein definieren können. Wenn jemand sagt, was kann ich schon tun? Dann hast du es einfach mit einem armen, sehr unbewussten Menschen zu tun. Wenn du dir sagst, du wirst krank, dann wirst du krank werden. Genauso verhält es sich im gegenteiligen Sinn. Allerdings gibt es dunkle Mächte, die dich krank machen wollen.
Du bist also ständigen Angriffen ausgesetzt, welche den Ursprung im Geist haben. Und deshalb kann man, wenn man sich damit auskennt, diese Angriffe auf der geistigen Ebene auch abwehren. Warum? Wir wissen doch mittlerweile, dass alles eigentlich der geistigen Welt entspringt und es platt ausgedrückt gute und böse Energien, Entitäten gibt. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen kann, dass die geistige Welt die wahre Welt darstellt, also das All. Das All beinhaltet alles. Wenn man ein Gedankenexperiment zulässt, dann kann man auf interessante Ansätze stoßen, was wir als Erde definiert haben. Wenn wir die Gedanken schweifen lassen, dann gibt es nichts, was man sich nicht vorstellen kann, denn alles liegt nur an uns, also an unserer Fantasie, unserer Vorstellungskraft. Da ich jemand bin, der sehr viel mit Bildbearbeitung zu tun hat und auch früher beruflich viel mit dem Universum, der Mondlandung und anderen Dingen wie Urknall und so weiter zu tun hatte, kann ich mittlerweile mit Sicherheit sagen, dass alles die größte Lüge und Gedankenmanipulation ist, die man sich kaum noch vorstellen kann. Wenn man diese Bilder analysiert, wenn man sich mit Augmented Reality auskennt, was Bewegtbild und Live-Fernsehübertragung angeht, dann gibt es nur ein Ergebnis: alles fake. Aber warum? Wieso sollte man dies tun? Das Geld fließt in Black-Budget-Projekte. Aber es muss trotzdem allumfassendere Gründe geben. Da alle Astronauten Freimaurer sind, ist die Lüge also Programm und deshalb auch möglich. Was wäre zum Beispiel, wenn der Tod oder vielmehr das sogenannte Jenseits nur eine Parallelwelt darstellt, sich quasi der Aggregatzustand des Körpers ändert, also dieser in dieser Dichte verbleibt und vergeht, da wir ihn in der neuen Welt nicht mehr benötigen. Was wäre dann? Wie würden die Religionen damit umgehen? Oder haben sie sogar dieses Wissen? Ich denke schon. Sie hätten keinen Einfluss mehr, da sie nicht mehr mit Angst und ihren falschen Glaubenssätzen steuern könnten. Genauso würde es den Regierungen ergehen oder dem Finanzsystem oder. Denn Menschen würde die Absurdität vor Augen gehalten werden, wie mit uns umgegangen wird und in welchem satanischen Sklavensystem wir wie Vieh gehalten werden. Allerdings ist dies ein Thema für das nächste Video. Es bleibt spannend.